Herzlich willkommen zu unserem neuen Format InfraTalk. Wir starten heute eine neue virtuelle Gesprächsrunde, weil wir euch natürlich in diesen Stay-at-Home-Zeiten, in diesen Corona-Zeiten auch weiterhin informieren möchten über unsere Themen Digitalisierung und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Elektromobilität. Es ist uns wichtig, dass wir euch da weiterhin neue Startups und innovative Projekte und Ideen vorstellen. Und heute geht's los. Es geht los mit dem Thema Elektromobilität. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Juliane Renz mit in der Leitung haben. Hallo Juliane, wie geht's dir? Alles gut? Alles wunderbar, danke. Super. Juliane macht Business Development, also Geschäftsentwicklung für das 2018 gegründete Startup Elo Mobility. Ihr beschäftigt euch, Juliane, mit dem Thema Elektromobilität der Zukunft und auch mit emissionsfreien Antriebstechnologien. Startup 2018 gegründet, ne? Jetzt ist 2020 und erstmal schön in die Quarantäne nach Hause geschickt worden. Wie fühlt sich das für euch an? Also seid ihr jetzt ein bisschen so geblockt in eurer Dynamik? Könnt ihr weiter arbeiten? Wie ist denn gerade so die Stimmung bei euch? Also wir sind inzwischen auch 8 Mitarbeiter und sind alle im Homeoffice und unser Geschäftsführer hat uns auch relativ schnell ins Homeoffice geschickt. Und das Einzige, was wir noch überprüfen mussten, sind natürlich die ganzen technischen Gegebenheiten, dass die auch alle funktionieren mit Teams. Und jetzt, wir sind bei Zoom, all diese Kanäle einfach intakt sind. Aber dadurch, dass wir natürlich auch ein Startup sind, sind wir an diese flexiblen Arbeitszeiten schon gewöhnt gewesen und haben aufgrund der Internationalität unserer Projekte klar schon mit Videokonferenzen gearbeitet und Telefonkonferenzen. Und mussten da einfach schon vorher flexibel sein. Ich habe das Gefühl persönlich, dass man aufgrund dieser wegfallenden Wegzeiten und aufgrund der Intensität eigentlich noch viel mehr arbeitet oder noch konzentrierter ist. So geht es mir zumindest. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass aufgrund dieser Kommunikation mit diesen Videos und so weiter und so fort alles noch noch intensiver ist eigentlich in der ganzen Ausarbeitung. Wie viele Leute seid ihr denn? 8. 8 sind wir derzeit. Also inzwischen schon. Und ich schätze auch, dadurch, dass wir ein Engineering Center aufbauen werden, dass wir, wenn diese Krise vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen in der Homeoffice ablässt, bis zum Ende des Jahres 20 Leute eingestellt haben. Also im Aufbau. Das Team. Ja. Super. Erzähl doch erstmal, Juliane, was macht Elo Mobility genau? Was bietet ihr an? Elo Mobility entwickelt Antriebskonzepte für bestimmte Fahrzeugtypen. Und wir reden da eigentlich immer im Flottenbereich. Bedeutet, entweder entwickeln wir Komponenten, Teilkomponenten wie zum Beispiel Antriebsstränge oder VCUs, das sind so Vehicle Control Units oder Telematikkomponenten für Busse, für Stadtbusse, um genau zu sein, für den öffentlichen Personennahverkehr meistens oder auch Leichtbaufahrzeuge sind auch in unserem Portfolio mit drinnen. Und Leichtbaufahrzeuge ist für mich ein Fahrrad. Nee, was ist das genau? Was zählt? Das ist auch inzwischen auch schon ein Antriebsstrang, das stimmt. Aber wir reden da eigentlich so von Tuk-Tuks oder Three-Wheelern, die man so motorisierte, die ersetzt werden sollten durch elektrifizierte Antriebsstränge, Rikschas, vielleicht so im Umgangssprache. Ja. Das heißt, ihr seid nicht nur in eurem Geschäftsmodell jetzt auf den nationalen Markt vertreten oder da aufgestellt, sondern global, international. In welchen Ländern wollt ihr Elo Mobility noch oder euer Angebot noch positionieren? Also abgesehen von Deutschland und dem europäischen Markt sind wir auch in Entwicklungsländern interessiert. Russland und Indien sind so zwei Märkte, mit denen wir gerade sehr intensiv zu tun haben. Nicht nur durch das Komponentengeschäft, das wir schon derweil angefangen haben aufzubauen, sondern auch in der Entwicklung von elektrifizierten Bussen oder wasserstoffbetriebenen Bussen für den indischen Markt als auch für den russischen Markt.
Und die sind natürlich je nach Anforderungsprofil der Busse, Klimasituationen, die sind anders in Indien als in Russland oder auch, also das ist jetzt nur rein auf den Busmarkt bezogen. Und in Indien beispielsweise ist auch die Elektrifizierung von den Three-Wheelern ein Thema bei uns. Was sind denn, ich meine, das sind ja völlig unterschiedliche Entwicklungsstände, auch technologisch und auch die ganzen Rahmenbedingungen sind ja unterschiedlich, hast du schon angedeutet. Was ist die größte Herausforderung oder, sag ich mal, der größte Gap bezüglich jetzt Markteroberung in Europa oder in Deutschland oder in, sagen wir, Indien? Kannst du es an einem konkreten Beispiel mal festmachen vielleicht? Ja, vielleicht auch das Geschäftsmodell, das sich auch sehr unterscheidet von den großen Automobilherstellern. Wir haben den Ansatz bei Elomobility, ein modulares Antriebskonzept zu entwickeln. Das bedeutet, wir schauen uns tatsächlich an, mit welchem Anforderungsprofil kommt der Verkehrsbetrieb oder der Bushersteller zu uns und welche Reichweiten müssen abgedeckt werden. Sind das mehr als 200 Kilometer, dann eignet sich ein Wasserstoffbus. Sind das weniger als 100 Kilometer pro Tag oder gibt es dort die Möglichkeit von einer Ladeinfrastruktur, dann eignet sich eher ein batteriebetriebener Bus. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Markt in Russland anschauen oder auch im gesamten ehemaligen Ostblock, dann haben wir eine Ladeinfrastruktur, die eigentlich schon vorhanden ist, durch die ganzen Oberleitungen, durch die Trolleybusse, die dort ja bis heute noch fahren. Und diese Umwandlung von Trolleybussen zu batteriebetriebenen Bussen ist ein wesentlich einfacherer Schritt als in Ländern wie Deutschland beispielsweise, wenn man jetzt eine gesamte Ladeinfrastruktur installieren muss, nur um batteriebetriebene Busse einsetzen zu können. Das macht keinen Sinn. Und dann sagen wir halt, es gibt Use Cases, die verlangen eigentlich nach einem wasserstoffbetriebenen Bus. Der kann nämlich ähnlich zu einem dieselbetriebenen Bus einfach getankt werden morgens, fährt dann seine 200, 300, 400 Kilometer und 70% der Verkehrsbetriebe beispielsweise in Deutschland, die haben Reichweiten, die über 200 Kilometer sind. Dann eignet sich eher ein wasserstoffbetriebener Bus. Und wenn wir jetzt auf den außereuropäischen Markt schauen, dann sind natürlich auch die Anforderungen oder die Anforderungsprofile vielleicht nicht nach so einem hohen Standard zu leisten, wie das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Und dann kann man vielleicht auf manche Luxusgüter verzichten, wenn man einen Bus baut, der irgendwelche Rural-Gebiete in anderen Ländern ab. Jetzt fehlt mir das Wort, jetzt muss ich mir kurz helfen, aber abfahren soll oder bedienen soll, genau. Ja, zur Technologie kommen wir gleich noch. Da möchte ich nochmal genauer nachfragen, tatsächlich, was sich da mit Wasserstoff auf sich hat. Aber lass uns erstmal auf eure Zielformulierung gehen, integrierte Mobilitätssysteme in einem Ökosystem etablieren, in einem Ökosystem der Smart City. Sag mir doch mal genau, was ist mit diesem Ökosystem, also du hast den ganzheitlichen Ansatz, und wie siehst du die Smart City der Zukunft? Nummer eins, erstmal natürlich die vier Schlagworte genannt, die wahrscheinlich jedes Startup in diesem Bereich nutzt. Aber als Ökosystem betrachten wir ganz klar, wir kommen aus der Mobilität, die gesamte Energiewertschöpfungskette. Bedeutet, wir haben die Energieerzeugung. Wir reden hier von der grünen Energieerzeugung natürlich, ne? Also Wind und Solar, bis hin zur Transformierung durch die Elektrolyse zu Wasserstoff. Dann gibt es die Speicherung, dann nicht zu vernachlässigen der Transport des Wasserstoffs bis hin zur Infrastruktur und zur Flotte. Das ist so die gesamte Energiewertschöpfungskette, die wir betrachten wollen, wenn wir uns mit ganzheitlichen Mobilitätskonzepten auseinandersetzen. Und gerade wenn man von der Smart City der Zukunft spricht, ist das der Zusammenspiel von verschiedenen Sektoren. Man kann nicht mehr nur einen Sektor betrachten. Man muss das alles gesamtheitlich betrachten. Und da ist natürlich auch, jetzt wissen wir das aufgrund der Krise, in der wir uns gerade befinden, dass die Digitalisierung da eine Schlüsselkomponente ist.
Kommt das alles aus einem Haus bei euch, aus einer Hand, oder habt ihr auch in anderen Branchen oder nehmt ihr andere Know-how-Partner damit rein oder erarbeitet ihr dieses System tatsächlich oder das Konzept dann? Also Konzepte arbeiten wir tatsächlich und wir haben auch Engineering Services bei uns in-house und das wird auch immer weiter wachsen mit tatsächlichen Ingenieuren, die bei uns bei ELO angestellt sind. Aber aufgrund dieses Ansatzes eines modularen Konzeptes sind wir immer daran interessiert, mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten und auch mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten. Wenn jemand Elektrolyseure herstellt, dann werden wir nicht anfangen, Elektrolyseur zu entwickeln. Also das heißt, wir sind auch daran interessiert, wenn wir gerade uns mit Entwicklungsländern beschäftigen, mit regionalen Partnern zu arbeiten, die dann auch Markteintritt ermöglichen oder vor Ort die Adaptierung von bestimmten Batteriekonzepten ausführen können. Und auch unsere Gründer, Herr Heppner und Herr Rolf Morich, sind langjährige Erfahrene in der Automotive-Industrie und deswegen bringen die natürlich auch ein sehr, sehr weites und breites Netzwerk mit, das internationaler Natur ist. Lass uns mal ein bisschen technischer werden und das Thema Wasserstoff ansprechen. Warum setzt ihr so stark auf Wasserstoff? Also ist denn nicht der batteriebetriebene Elektromotor mittlerweile standardisiert und auch entsprechend, also marktkonform eingeführt? Warum Wasserstoff? Was sind da die Vorteile? Du hast angedeutet, für Langstrecken ist es gut einsetzbar, aber was ist aus der Technik jetzt aus eurer Sicht da noch voranzutreiben? Warum setzt ihr auf Wasserstoff? Also wir setzen auf Wasserstoff, ganz klar. Und wir glauben auch, dass es die Energieform oder das Medium der Zukunft ist. Aber wie ich das schon ein bisschen angedeutet habe, sagen wir nicht, Wasserstoff ist immer besser als Batterie, sondern wir verstehen Wasserstoff als eine Reichweitenverlängerung von Batterie. Bedeutet, der Wasserstoff oder die Brennstoffzelle funktioniert auch im Bus immer noch mit einer kleinen Batterie. Da ist immer noch eine Batterie drin. Aber wenn man sich bestimmte Streckenprofile anschaut, dann macht Wasserstoff mehr Sinn, wie du gerade gesagt hast, bei weiteren Reichweiten. Also auch nicht nur Stadtbusse, die 200, 300, 400 Kilometer pro Tag fahren, sondern auch bei Überlandbussen macht es Sinn, Intercity, also zwischen verschiedenen Städten hin und her zu fahren. Und ganz klar, wenn man von erneuerbaren Energieform spricht, sind wir da natürlich auch schon wettbewerbsfähig. Aber wir sehen da auch noch großes und gutes Potenzial, wenn es tatsächlich um diese Transformationsprozesse geht, den Energiespeicher oder auch den Energietransport. Und wenn wir von zukünftigen grünen Wasserstoff sprechen, dann sind genau diese Fragen noch zu beantworten, wie man beispielsweise den Transport auch hinkriegt von Energiespeichern oder Wasserstoffspeichern hin zum Depot des Verkehrsbetriebes. Bisher gilt Wasserstoff ja noch als eine sehr energiehohe Technologie in der Anwendung und letztlich läuft es auch noch viel mit fossilen, über fossile Brennstoffe. Ne? Also was müsste denn passieren, dass Wasserstoff tatsächlich emissionsfrei und noch grüner eingesetzt werden könnte? Was wäre der erste Schritt, der passieren müsste? Also ich glaube, der erste Schritt ist schon getätigt und der erste Schritt ist immer, wenn neue Technologien am Markt sind, dass man eine Unterstützung auch von der Bundesregierung erhält. Und das geht auch nicht. Forschung und Entwicklungskonzepte können nicht zum Mainstream werden, wenn da nicht auch eine Förderung und eine Finanzpolitik der auf Bundesebene, auf Länderebene und auf EU-Ebene vorhanden ist. Und da gibt es auch schon einige Programme. Aber natürlich muss auch in der Industrie dieses Verständnis geweckt werden, dass Wasserstoff zukunftsfähig ist. Und ohne Förderung wird es auch nicht vollbracht werden. Und ich glaube, genau in diesen Punkten, die ich vorher ein bisschen angesprochen habe, dass halt diese Transformationsprozesse oder des Energiespeichers, des Energietransportes oder des Wasserstofftransportes und auch, dass die Infrastrukturauslegung der gesamten Wasserstofftankstellen, dass das auch weiterhin gepusht wird. Und natürlich auch, man darf nicht vergessen, diese
wir kommen früher oder später, also bisher sagen die Studien 2023, 2024, kommen wir zu einer Dieselparität mit Wasserstoff. Aber da muss man auch die gesamte Wertschöpfungskette betrachten. Ja. Ist Wasserstoff, also angenommen, es würde tatsächlich jetzt auch eine Ladeinfrastruktur oder überhaupt eine Infrastruktur für die Wasserstoffnutzung ausgebaut werden, bleibt es dann nicht trotzdem teurer für den Kunden, für den Verbraucher? Nein, weil dann sinkt ja auch der Preis pro Kilogramm. Und der ist derzeit natürlich noch hoch. Aber wenn man den Preis pro Kilogramm runterbekommt, dann und wenn eine Infrastruktur vorhanden ist, das ist immer die Frage, mit der man eigentlich zu tun hat, wenn man sich mit Verkehrsbetrieben auseinandersetzt. Wie ist denn die Infrastruktur? Wo tankt man das denn? Wie viel zahle ich für den Kilogramm Wasserstoff? Und diese Fragen müssen nicht nur von den Verkehrsbetrieben oder beantwortet werden, sondern das ist ein gesamtheitliches Konzept von einem Zusammenwirken und ein Zusammenspiel der gesamten Sektoren. Auch da braucht es ein Entscheidungsökosystem sozusagen. Also okay, der Zusammenhang wohl klar, je mehr Förderung, je mehr könnt ihr machen, je schneller ist die Ladeinfrastruktur aufgebaut, umso eher kann Wasserstoffnutzung auch grün und effizient eingesetzt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Juliane, lass uns noch mal ein bisschen größer werden im Thema oder ein bisschen den Kreis größer machen vom Bild her. Wir sind gerade in einer klaren Krise, die uns unmittelbar betrifft, direkt mit entsprechend starken Einschränkungen. Jetzt kann man natürlich sagen, es wird Änderungen geben, es verändert sich viel auch in unserem Denken, in unseren Köpfen, vielleicht mehr oder weniger, aber es gibt ja auch eine Krise, Klimawandel, darauf will ich hinaus, die noch nicht so unmittelbar uns trifft, aber dennoch natürlich mehr oder weniger thematisiert und auch in einer wichtigen Debatte natürlich steht. Inwiefern meinst du, dass diese Corona-Zeit, die wir gerade erleben, auch eine andere Wertediskussion oder einen stärkeren Bewusstseinswandel in der Gesellschaft mit sich bringen wird bezüglich tatsächlich dann Gründenken, emissionsfreien Verkehr fördern, vorantreiben? Inwiefern haben wir da bezüglich Ressourcenverschwendung mehr stärkeres Bewusstsein in Zukunft, auch durch diese Zeit, die wir gerade direkt erleben? Also ich glaube, die erste Frage, die man eigentlich jetzt noch nicht beantworten kann, weil wir erst am Anfang dieser Krise sind, meines Erachtens, ist, ob die Gesellschaft an sich nicht Wichtigeres zu tun hat, als emissionsfrei zu fahren. Mhm. Also das glaube ich wirklich. Also einige finden es gerade sehr wichtig, ihre Vorräte mit Klopapier aufzunehmen. Okay. Aber oder mit Mehl. Oder Mehl, ja. Okay, ja. Das ist die erste Sache natürlich, das wird sich zeigen. Da bin ich überhaupt gar nicht in der Position, irgendeine Zukunftsvoraussicht irgendwie zu treffen. Aber ich glaube, dass aufgrund der Erfahrung, die wir in unserem Umfeld gemacht haben, in der Arbeitswelt, in unserem bekannten Freundeskreis, Kollegenkreis, dass wir sagen können, dass es bestimmte Themen gibt, die einen Boost erfahren haben und gepusht worden sind aufgrund der Situation. Dazu gehört Digitalisierung, dazu gehört eine Form von Gesundheitsreform. Also Gesundheitsreform hat auch irgendwie stattgefunden durch die Digitalisierung, Virtualisierung, eine Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und ich glaube auch ganz persönlich hat jeder von uns mit einer Form von noch nachhaltigerem Alltagsleben zu tun. Wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, welche Auswirkungen bestimmtes Einkaufsverhalten, Fortbewegungsverhalten hat auf unsere eigene Gesundheit oder auf unsere Nächsten. Und deswegen, und auch ob wir unsere eigenen persönlichen Werte richtig austariert haben, für uns persönlich. Und ich, oder auch wie sich Arbeitgeber verhalten mit ihren Arbeitnehmern. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die sind getrieben von der Frage nach Werten. Und ich hoffe, dass sich das noch weiter auswirken wird auf eine größere Frage, nämlich nach einem Wandel in Bezug auf auf das grüne Fahren oder auf die Frage, wie wir uns fortbewegen werden.
Und das eine hat meines Erachtens... Bitte? Spürt ihr das jetzt schon, Juliane, also eine veränderte Dynamik oder ein verändertes Bewusstsein und nachhaltigeres Bewusstsein auch im Gespräch mit Investoren? Wie ist da gerade die Beziehung, beziehungsweise wie läuft der Dialog und auch bezüglich natürlich Finanzkapitalakquise? Das ist natürlich für ein Startup auch immer ein Thema. Wie nimmst du das gerade wahr und wie, nutzt ihr vielleicht auch jetzt, sage ich mal, auf das Thema Nachhaltigkeit jetzt eine Sonderdynamik zu setzen, um damit dann, je nachdem, wo wir dann noch weiter hingehen mit der in den Corona-Zeiten, das noch mit rüberzuholen, sage ich mal, in eine wieder etwas mobilere Zeit als die heutige? Also den ersten Teil der Frage würde ich mal so beantworten. Wir bei Elo Mobility haben jetzt auch einige Förderanträge eingereicht. Und ich glaube, umso mehr aufgrund der Situation müssen wir es schaffen, unser Business am Laufen zu halten oder unsere Projekte finanziert zu bekommen. Weil ohne das haben wir auch keine Überlebenschancen. Mhm. Und das Zweite ist, klar, das würde ich jetzt auch aus meiner Perspektive beantworten, kann ich mir vorstellen, dass Investoren natürlich weniger Risiko oder also private Investoren weniger risikobereit investieren aufgrund der jetzigen Lage. Und umso mehr ist es wichtig, dass die Politik auch den Startups den Rücken stärkt. Und ohne die Unterstützung der Regierung wird das für ganz viele Startups schwierig werden. Und wir haben auch mit unseren internationalen Partnern die Erfahrung gemacht, dass Berlin immer als positives Image für technologieaffin und Fortschritt gilt, nicht nur in der Startup-Szene, auch in den gesamten technologischen Ansätzen. Und es wäre einfach zu schade, wenn diese Situation, in der sich Berlin jetzt durch diesen ganzen Transformationsprozess befindet, nicht Unterstützung erfährt durch die Regierung. Der erste Elo Mobility Betrieb Bus in Berlin. Fährt der? Ich dachte, Interview sagst du, der erste Elo Mobility betriebene Bus in Berlin, wenn es nicht Berlin sein muss, sondern wenn man deutschlandweit sagen kann oder weltweit, dann würde ich definitiv sagen, in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Mhm. Wir halten euch im Auge, wir gucken, wo der erste Antrieb, wo das erste Gefährt Elo Mobility betrieben fährt. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück für die Zukunft und auch in dieser Zeit und noch auch für die Zukunft und alles, was da noch kommen mögt, ganz, ganz viel Erfolg und viel Unterstützung von Partnern. Und ja, ich danke dir sehr herzlich, Juliane, für dieses Gespräch und hoffe, dass es jetzt auch noch Feedback gibt von euch in unseren Social-Media-Kanälen. Und ihr könnt natürlich gerne auch noch Fragen stellen an Juliane oder an uns zu dem Thema. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, unser erster Infra-Talk. Nächste Woche spreche ich mit Thomas Kujawski. Und dann geht es noch stärker um das Thema Sensorik. Es ist hier ein bisschen schon angeklungen. Genauer gesagt um das Projekt Sensorennetzwerk und natürlich im Überbegriff auf der Metaebene auch um das große Thema Digitalisierung. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und sage bis ganz bald. Tschüss! Tschüss!